Es war der Wunsch vom SWR, dass wir mit dem Experimentalstudio zusammenarbeiten und dort mit deren historischen Hardware komponieren. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, auch natürlich durch die berühmten Komponisten, die dort gearbeitet haben, dass ich eben nicht in eine Art von Nostalgie mit diesem Instrumentarium verfallen wollte, sondern versuchen wollte, eigentlich wie eine Art Archäologie oder Dokumentation dessen, was die Eigenschaften der Instrumente so besonders macht, zu erzeugen, ohne dass ich jetzt eben ein neues Stück für Synthesizer komponiere. Ich glaube, der macht uns ein bisschen Probleme. Können wir den nach oben hin begrenzen? Also das ist diese, ja, diese Frequenz, genau. Nehme ich mal so. Ja. Minus 6. Ja, das ist fast ein bisschen viel, aber gut. Also es ist schon auch noch eine gewisse Unsicherheit, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Ich denke, dass es funktionieren wird, klar, aber ich bin da noch nicht am Ziel. Es war jetzt die erste Probe und natürlich würde es mich freuen, wenn das Publikum da einen Zugang zu hat. Das wird sich zeigen. Also ich lasse mich überraschen und warten wir es ab. The bizarre device connects to your phone and will match your partner's lip movement in real time. To use the device, connect the mouthpiece to your phone and press your lips to it. My eye is totally fine. But I want an eye that can see infrared. All I want is an eye that can zoom. You are a mistake.